Also ich sage ein paar Worte über das Sammeln von meiner Spielzeugautomatensammlung. Die Objekte sind vorwiegend aus Frankreich und aus Deutschland. Man hat die Originalkataloge von diesen Fabrikanten, die die Automaten gemacht haben. Das war hauptsächlich in Paris. Vichy, Deca, Lambert. Und wenn einer von denen ein Modell gut erfolgreicher können verkaufen, zum Beispiel die Pianistin ist so eine, sie spielt Mozart, Walz Turquoise, dann hat es natürlich, wenn es der Laber gemacht hat, der Deca eine Woche später auch gemacht. So kann man also einzelne Automaten vom einen Fabrikant und vom anderen Fabrikant finden. Man weiss das aus ihren Firmengeschichten. Und entstanden sind die Objekte zwischen 1860 und 1890, deutsch oder französisch. In meiner Sammlung hat es aber auch den Automat, der gerade neben mir steht, ist ganz seltene Rarität, eine Einzelanfertigung von 1750, also 100 Jahre früher. Ein Schreibautomat, wo eine Einzelanfertigung ist, sie schreibt A, B, C, D auf 3 Linien bis zum Z und ist eine grosse Rarität. Ebenfalls ein älterer Automat in der Sammlung ist der Metronom aus der Kapelle von Paris. Der ist vom 17. Jahrhundert, also man sagt 1670, 80. Kaufen hat man die Spielzeugautomaten damals können, zu einem höheren Preis. Es ist vergleichbar wie mit den Spielzeugeisenbahnen heute, die für Kinder gekauft werden an der Weihnacht und die nachher vom Papi damit gespielt wird. Die Spielzeugautomaten sind hauptsächlich von der Aristokratie und vom reichen Bürgertum gekauft worden. Die Preise waren damals schon sehr hoch. So also ein Automat, Deca, Vichy, Lambert, die haben am Monatssalär eines mittleren Bankangestellten entsprochen. Ist also nicht für jedermann gewesen. Wer heute anfangen will, sammeln, der soll sich gut informieren, eines Teils im Museum. Oder mit Büchern. Es gibt verschiedene Bücher auf dem Markt. Bevor man sich in teure Objekte stürzt, sollte man viel Literatur lesen und viele Museen besuchen. Die Bücher findet man noch. Also da ist ein Buch von mir, das ausverkauft ist leider. Es gibt es nicht mehr im Buchhandel. Es war im ersten Jahr schon vergriffen gewesen, aber man findet es noch ab und zu auf dem Antikbüchermarkt. Also sammeln muss man sich mit der Materie befassen, weil die Sachen sind teuer und da kommt noch dazu, ein Sammler hat auch die Pflicht, die Objekte zu erhalten und zu pflegen und den Nachfall zu erhalten.